Okay. Allerdings gibt es da ziemlich viel Gold da unten, habe ich gesehen. Und ausnahmsweise ist das mal sogar das Wichtigste hier. So, ihr blöden Magma-Schleims. Das ist immer das Nervigste. Weil da ist ein Spawner unten dran. Und bis man aber das geschafft hat, mal so weit zu sein, dass man den Spawner abbauen kann, sind schon so viele gespawnt, dass alles da unten sich tümmelt mit Magma-Schleim. Und dann muss man die ja noch alle Oha. immer abschießen. Oh, mein Bogen ist ja gleich kaputt. Vielleicht hätte ich ihn doch reparieren sollen. Mischt. Wobei, ich habe meinen zweiten Bogen dabei. Aber ich habe keine 30 Level. Und einen Amboss habe ich auch nicht. Vielleicht habe ich genug Eisen zusammengesammelt, aber ich weiß ja nicht. 30 Level habe ich Nicht trotzdem nicht. bezweifelt. Ja. Ich habe schon einiges gefunden, aber Alter, bin ich erschrocken. Das ist aber echt kacke jetzt. Wobei, so schlimm ist es gar nicht, weil ich habe mir einen neuen Bogen mitgenommen. Und ich habe echt viele Pfeile hier gefunden. Ich schieße einfach die mit dem unverzauberten Bogen ab. Ja, das geht natürlich auch. Ey, ihr Opfer, ich schieße euch einfach. Ich brauche nicht mal einen verzauberten Bogen, um euch abzuschießen. Ihr seid so kacke. Ihr seid einfach nur. Einfach nur lame. Bei euch benutze ich nicht mal meinen guten Bogen. Gar Jetzt nicht wirst du wert. aber überheblich. Ah, nö. Pass nur auf, Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin schon ganz unten hier. Es gibt keinen Fall mehr. Auch nicht in die Lava rein. Die baue ich gerade zu. So, Freunde, Endstation. Ihr braucht gar nicht alle zu mir herhüpfen, weil ich hau euch einfach alle weg. So nämlich. Kommt doch. Dann verschwende ich keine Pfeile. Oh, ihr könnt mir gar nichts. Nix, habt ihr verstanden? Hast du denn eigentlich vor, zum Ende der Aufnahme nach Hause zu kommen? Ja. Dann solltest du jetzt dich auf den Weg machen. So langsam. Nein, so langsam, ja. Ich will noch die Festung looten und dann komme ich zurück. Ja. Weil hier habe ich jetzt doch einiges an Gold gefunden. Da hat sich der Trip also wenigstens jetzt doch noch gelohnt. Alter, der hat sich richtig gelohnt im Nachhinein betrachtet. Wenn man mal bedenkt, dass ich antiker Schrott gefunden habe. Eine neue Spitzhacke. Diamanthelm mit Dornen 1. Seit wann gibt es Dornen auf dem Diamanthelm? Oh. Ich habe drei Eisenblöcke gefunden. Noch So, eine ich Netherite bin auf. Ah, geil. jetzt aus der Höhle mal rausgegangen. Ja. Die war jetzt soweit fertig, außer den schluchtartigen Teil. Aber ich habe alle Rohstoffe, die man braucht, außer Gold und Diamanten. Toll. Aber Diamanten haben wir genug. Ja. Nur Gold, das gab's da nicht. Oh, da ist einer, das gefällt mir nicht. Hey, Fettsack. Ich sollte echt mit meinem Bogen sparen. Hä, diese Schweine mit dem schwarzen Kittel kriegen, die sterben ja in Lava. Was sind das für Opfer eigentlich? Noch nie drauf geachtet. Ich habe nochmal Seelenläufer gefunden. Zwei. Auf einem Buch. Oha. Ich will das aber immer noch nicht. Kann ich ja trotzdem mitbringen. Ja, mitbringen tue ich's. Die kriegt man ja sonst nicht. Okay. Also ich habe das Gold von der Mitte. Ich habe den Loot von der Mitte.
Jetzt ist nur die Frage, wie viele Truhen es noch außen gibt. Weil die würde ich auch noch mitnehmen. Mhm. So, ich tue jetzt schon mal meine Ausbeute in den Schmelzofen reinschmeißen. Wer schreit hier rum? Gerade ein bisschen riskant, was ich mache. Ach ja? Ja, es gibt doch hier diese ganzen, diese Lava in der Mitte unten. Mhm. Und da sind lauter so Böbel, die rausstehen. Und normalerweise baue ich mir immer Brücken zwischen denen, damit ich da drüber laufen kann. Aber ich habe gerade keine Blöcke mehr. Aha. Deswegen springe ich einfach von Block zu Block. Und das die ganze Zeit hin und her, weil ich immer irgendwo ein Schwein höre. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Aber irgendwie ist, also irgendwie lief das hier zu gut. Bin schon so richtig übermütig geworden. Ja. Ich renne hier schon so rum, als könnte mir nichts passieren. Den Eindruck habe ich auch. Ich habe nicht mal mehr die Rakete in der Hand, sondern das Schwert. Oha. Aber bist du dann mit der fertig, mit der Bastionsruine? Es gibt hier auf jeden Fall noch Truhen und eventuell noch Goldblöcke. Ah. Auf der anderen Seite ein paar. Aber hier, ich glaube, ich fliege jetzt mal wieder ein bisschen weg hier. Okay. Ja, weil die Aufnahme ist gleich rum, ich weiß. Ja, ja. Aber mein Notfalls überziehen wir ein paar Minuten. Ist halt die Frage, ob wir das machen sollen oder ob wir nächstes Mal so weitermachen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil wenn ich nächstes Mal wieder hier anfange, dann bin ich gar nicht mehr drin. Und dann sterbe ich vielleicht. Ach so, du meinst, du hast keinen Skill dazu. Das meine ich nicht. Nee, da hast du mich falsch verstanden. Mein Freund. So, so. So ist es. Okay, also auf diesem Teil gibt es bestimmt noch Goldblöcke. Aber es gibt auch noch ganz viele Schweine, die höre ich. Manchmal wünsche ich mir, die wären ein bisschen intelligenter, aber wirklich nur ein bisschen. So dass man irgendwie hier was hinschmeißen kann und dann hören die das und kommen alle her. Und dann haut man einfach alle weg. Ah, da oben sehe ich ja schon einen. Weißt du, was ich machen könnte? Habe ich eine Truhe abgebaut von denen? Nee, ich könnte hier eine Truhe hinstellen und die aufmachen, weil dann hören die, oh, Truhe und kommen alle her. Ja. Aber ich habe keine Truhe. Deswegen muss ich einen von denen... Ah, jetzt hat mich einer... Boah. Meine Schuhe sind kaputt gegangen. Oh, oh, oh. Es geht dem Ende entgegen. Ja. Mir bleibt nur noch meine Hose. RIP-Ausrüstung.
Ja, die war voll gut eigentlich. Tonung auf wahr. Habe ich vielleicht doch eine Truhe in der Schalkertruhe? Nee. Oh, die darf jetzt nicht runterfallen. Oh, okay. Oh, da kommen schon welche. Oh, oh. Aua. Nee. Nee. Oh, oh. Boah. Okay. Bestimmt tot von der Schippe gesprungen. Ja, aber ich sehe da oben mehrere Goldblöcke. Oha. Und gar nicht mal allzu wenige, sage ich dir. Bin jetzt auf die Spitze ihres Turmes geflogen. Ich herrsche jetzt über diesen Turm. Ob es euch nun gefällt oder nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sehen die anders. Die sehen gar nichts, weil ich nämlich denen jetzt einfach die Decke über dem Kopf zubaue. So, mein Turm, meine Regeln. Jetzt spielen wir nach meinen Karten. Oha. Hallo Freunde, ich sehe da deinen Glatzkopf, da kann ich jetzt von oben schön drauf schießen. Zack. Zack. Wir können gar nichts dagegen machen. Hey, ihr Opfer. Alle tot. Oh, da ist noch einer. Ich baue mal wieder zu. Hey, bist du zu blöd, eine Treppe hochzulaufen oder was ist los bei dir, ha? Du brennst, mein Kollege. Okay, ich glaube, das, was ich jetzt mache, stumm. Okay, hier habe ich einen Fluchtweg. Guckt mal, ich baue euren Goldblock ab. Haben sie nicht mal gemerkt. Die haben zu viele Goldblöcke. Allein, dass die überhaupt Goldblöcke in ihre Bauwerke verbauen. Was ist los bei denen? Richtige Flexer. Muss nur aufpassen, weil ich habe keinen Federfall mehr. Ja. So. Jetzt wären wir am Ende angelangt. Ja. Ungefähr. Ich bin jetzt auch im letzten Raum. Bist auch am Ende. Meine Rüstung ist am Ende. Also die, ich mach die Truhe hier noch auf und guck mal da rein. Bannervorlage Schnauze. Schnauze, oh, sage ich zu denen auch. Schmeiß hier mal ein bisschen Müll in die Truhe von denen, ne? Ich will ja nicht nur alles nehmen, ich will denen ja auch was zurückgeben. Aber natürlich. Ich habe einen goldenen Tauschhandel. Goldenen Apfel gefunden. Das ist ganz gut, die brauchen wir nämlich. Okay, ich glaube aber, das war sogar die einzige Truhe hier drin. Würde noch. Mal kurz hier so, aber okay, ich höre da unten noch welche. Oh, es geht aber auch noch nach oben. Ne, hier war ich schon. Nö, ich glaube, ich habe es jetzt ausgereizt und sollte lieber nach Hause gehen, bevor irgendwas schief geht. Ja. Und bevor ich, da oben ist noch ein Goldblock. Oha. Bevor aber alles komplett schief geht, speichere ich mal meine Sachen. Zum Beispiel Goldblöcke, goldener Apfel, das ganze Zeug, das unnötige Zeug auch. So. Kommt hier rein. Dann hole ich mir den Goldblock. Das kann ich ja jetzt so nicht lassen.
Da ist er ja. Meins. So, und jetzt komme ich nach Hause. Baust dir ein Portal? Nee. Findest du den Heimweg im Nether? Ja. Nee. Weil das Ding ist, ein Portal hier zu bauen ist eigentlich kontraproduktiv, weil ich bin bei minus 5500. Und wenn ich jetzt durchs Portal gehe, dann bin ich bei 8 mal minus 5500. Und das wären, warte, 8 mal 5000. Wäre ich ja bei 25.000 Blöcken. Ist doch eine entspannt, ein kurzer Linienflug mit Elytren. Ja. Dann bist du hier. Da gehen mir wahrscheinlich meine Raketen aus auf dem Weg. Naja, und die Elytren kaputt. Das kommt noch dazu. Oh, hier ist schon ein kaputtes Portal. War ich da schon? Bald Goldblöcke gibt's hier nimmer. Wow, eine Goldaxt mit Nemesis der Gliederfüßer 4. Geil. Hab noch nie so eine geile Axt gesehen. Ich war doch vorhin Level 13, da hattest du mal gefragt. Ich bin jetzt schon Level 25, nur vom Erze abbauen und aus dem Ofen nehmen. Ich bin nur Level 17. Ich habe noch eine Bastionsruine gefunden. Aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr dafür. Außerdem ist die Lage von daher echt scheiße. Und ich habe jetzt auch erstmal genug. Und ich habe keine Rüstung mehr. Muss auf schlechte die Stimme, Voraussetzungen. Muss auf die Stimme der Vernunft hören. Ich habe noch 4 Raketen. Und auf die Stimme der Zeit. Hast keine Raketen in deiner Schalkertruhe dabei? Doch, aber die muss ich dann erstmal aufstellen. Ach so, ja. Ich fliege jetzt mal noch, soweit ich komme. Aber hier komme ich nicht besonders weit. Alter, ich bin jetzt Level 28. Jetzt bin ich fertig mit allen Erzen. Alter. Geil. Ja, Erze abbauen. Das ist gar nicht schlecht. Da brauchst du keine Enderfarm mehr. Naja. Einen gewissen Zeitunterschied gibt's da dennoch. Ach. Firlefanz. Au, hier gibt's Wither-Skelette, aber die lasse ich in Ruhe. Ich habe mein Glück ausgereizt. Und ich habe keine Raketen mehr und jetzt schießt mich ein Ghast ab. Natürlich jetzt. 2 sogar. Ach so. So machen wir das. Einer ist tot. Der andere auch. So, jetzt neue Raketen. Ach ja. Oh, ich habe schon über die Hälfte, glaube ich. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine Bahnstrecke oder so noch. Dann kann ich schnell irgendwann folgen. Bestimmt. Aber hier nicht, ich bin zu weit weg. Hier ist sogar noch ein Seelensandbiom mit Knochenblöcken drin. Geil. Oh. Ein kaputtes Portal mit Goldblock. Geil. Und, Alter, nur Ramsch in der Truhe. Wirklich nur Ramsch. Immerhin der Goldblock. Ja, der Goldblock, der ist es wert. Was machst du gerade eigentlich? Schafe vermehren. Ah. Ich glaube, der Server ist ein bisschen ausgelastet, die Welt lädt immer so schnell. Ah ja, das liegt vielleicht an der immensen Menge der Tiere, die sich hier befinden. Ja, das glaube ich auch. Aber nachdem jetzt die Erze weg sind, habe ich nichts mehr zu tun. Ja, aber ich bin gleich zu Hause. Oh wow, eine Bastionsruine. Ich glaube aber, das ist eine, wo ich schon war. Nee, da sind direkt Goldblöcke. Boah, das ist gemein, aber ich kann da jetzt nicht hingehen.
Ja, ich habe dir gesagt, einfach, du hättest in der nächsten Aufnahme weitermachen müssen, dann hättest du noch zwei Bastionsringe gehabt. Ja, aber ich weiß nicht. Skelette. Ja, nee. Weißt du, es muss auch mal genug sein. Wir sind schon heute die ganze Folge nicht mit dem beschäftigt gewesen, was wir eigentlich machen wollten. Ja, die 1.21 ist jetzt inzwischen schon draußen, wo die Folge online kommt. Ja. Und wir haben die Handelshalle noch lange nicht fertig. Das, müssen wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir sind noch meilenweit davon entfernt. Ja. Oh, ich habe noch ein Portal gefunden mit einem Goldblock. Und irgendein Schwein hat sich jetzt angegriffen gefühlt, weil ich den Goldblock abgebaut habe. Alter. Asozial. Das kam einfach vom Himmel gefallen. Dann nehme ich das halt nicht mit, was in der Truhe drin war. Da war eh nichts Gescheites. Aber ich müsste jetzt eigentlich bald zu der Chunkwand kommen. Ja. Dann müsste ich eigentlich auch eine Schienenstrecke finden. Ja. Hier ist eine Festung schon wieder. Ah, nee, das ist nicht die Chunkwand. Sah kurz so aus. Also, eigentlich müsste ich gleich da sein. Ist das hier die Chunkwand? Nö. Okay, ich bin schon. Ah ja, hier ist eine Bahnstrecke. Bin irgendwie irgendwo. Ah, hier ist die Chunkwand. Ja, da steht die Bahnstrecke, die an der Chunkwand direkt vorbeiführt. So. Hier sind drei Picklins in unserem Portalraum. Oha. Aber ich habe einen Goldhelm auf, das sind meine Freunde. Ach so. Die haben keine Ahnung von dem Völkermord, den ich gerade begangen habe. Die wissen das noch nicht. Ja. Die werden es auch nie wissen. Es gibt keine Zeugen. So. Soll ich mal kurz... ich baue mal kurz meine Schalkertruhen auf, dann kann ich einen Blick reinwerfen. Ja. Ach, hier sind auch noch vier Goldblöcke. Das ist sehr gut. Das können wir ja nächstes Mal dann einräumen und weiterverwerten. Gut, dann war ja wenigstens deine Tour erfolgreich. Einigermaßen. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.